Im strömenden Regen startete am 13. November das traditionelle Martinsfest des Kolbing Berufsbildungswerks Hettstedt mit einem kleinen Fackelumzug. Auch in diesem Jahr musikalisch begleitet durch das Kolbing Orchester. In der St. Jakobikirche begrüßte Pfarrer Sebastian Bartsch zunächst die Anwesenden, bevor die evangelische Grundschule ihr Martinsspiel zeigte. Seit vielen Jahren führt die evangelische Grundschule ein kleines Programm auf und trägt damit zum Gelingen des Festes bei. Mit deutlichen Gesten und Worten thematisierten die Schüler in diesem Jahr die Nächstenliebe. Hoffnung brachten die Kinder mit dem Lied »Tragt in die Welt nun ein Licht« zum Ausdruck. Die Geschichte des heiligen Martins wurde aufgrund des Regens anschließend in der Kirche aufgeführt. Nach Grußworten von Bürgermeister Dirk Fuhlert und dem Segen von Pfarrer Sebastian Bartsch verteilten die beiden Jugendlichen des Kolbing Berufsbildungswerks die Martinshörnchen an die Anwesenden. Im Sinne der Geschichte wurden die Hörnchen dann miteinander geteilt.